Heute gehen wir in das Museum für sächsische Fahrzeuge Chemnitz mit der Hochgarage. Das war die erste Hochgarage, glaube ich, in Deutschland und einer der ersten in Europa. Und hier bei den drei Aufzügen fuhren die PKWs hinein und wurden dann hochgefahren und in die Etagen abgestellt. Und es ist sehr liebevoll, das Museum ausgestattet mit wechselnden Ausstellungen, Motorräder, PKWs, Diamantfahrräder, Rennräder, Bootsmotoren, Boote, Campingausstellungen, je nachdem wie das wechselt. So, hier ist der Farmer und hier gehen wir rein. So. Der Pharma dieses alten Herrn war vor 10 Jahren hochmodern. Er tut noch heute seine Pflicht. Wer Pharma fährt, den wundert's nicht. Und hier sind die Bücher von Frieder Bach. Hier ist der Buchverkauf. Wartburg und Trabant und Westautos in der DDR. MZ darf nicht fehlen. Und die Modellautos. Und hier sind die großen Industrieanlagen mit dargestellt von Wandererwerken und Reinickers zum Beispiel mit der Goldmedaille bei der Weltausstellung in Paris 1893 und ein modernes Werk wie später dann VW mit Garten und Park und Kläranlage. Hier beginnt mit der frühen Motorisierung von 1885 bis 1918. Wanderer Feuerwehr. Ja, die frühe Motorisierung der Fahrräder, wo dann die Motorräder daraus entstanden sind. Ja, hier die Sterngarage, wie gesagt, mit der Hochgarage. Der erste in Deutschland. Hier die Zapfsäule von Shell, so habe ich es in der Kindheit noch erlebt. Ende der 50er, Anfang der 60er, da standen die noch da, wo man Hand pumpen musste mit dem Motorrad beim Tanken zum Beispiel, wenn ich mit durfte. Auf der MZ. Sehr schöne Werkstatt nachgestellt. Hinsetzen mal, ist eine gute Idee. Guck dir das an hier. Nee.
Autoreinstellung. Ja, auch in Chemnitz. Guck mal mit dem Förderer, das war schon modern. Und du siehst es jetzt mit Audi. Das war Audi. Ja, das ist alles Audi. Wie gesagt, in Chemnitz gegründet, 1935. Das sieht doch nicht wie Audi aus. Damals war das, 1935. Und hier sind Diamantfahrräder. Und da habe ich gerade unserem Enkel berichtet, dass hier sein Urgroßvater, Walter Parker, die Lackierspritzroboter für Diamants erfunden hat. Anfang der, Ende der 70er, Anfang der 80er. Noch am alten Produktionsstandort und da war auch in der freien Presse damit. Eine hochinteressante Geschichte, dass die eigene Tradition der eigenen Familie mit drin ist. So, hier eins der Rennboote. Und hier sehr schön gemacht die Shell-Werkstatt. Hier der Wartburg mit Turbinenantrieb. Mit als Kraftstoff Wasserstoffperoxid, das katalytisch zerlegt wird und frei werden als Abgase Wasserdampf und Sauerstoff, also komplett schadstofffreier Antrieb. 1979 mit 120 PS. Pab 70. Genau. So, hier ist meine ETS 150. Ich habe die gefahren von 1975 bis 1983. 150 Kubik, wie gesagt. Und hier ist Micha seine ETS Büffeltank 250 EDZ. Das kam vor der, die kam vor der TS. Und hier der von Auto Union, Audi DKW, Sportwagen von Reinach Friederbach. Hier ist mein Luftroller. Ich hatte nur in Blau. Hier ist die Fußbremse. Klappbarer Sitz. Ohne Seitenwagen hatte ich das natürlich und ungefähr ab 1961 durfte ich den fahren. Die Kreherstraße in Kreherberg runter und natürlich wieder hoch. Achtung, Hauptschalter bitte einschalten. Und jetzt Warnlicht, bitte. Bitte. Bremslicht. Warte, guck mal. Was hattest du? Oma, guck mal bitte. Und hier ist eine Aufzugskabine für die erste Hochgarage Deutschlands, wo die PKWs reinfuhren und hochgebracht wurden in die Hochgarage. Hier ist natürlich inzwischen die Ausstellung. Ich
Soll ich mal drauf gucken? Nein, noch nicht. Ich will erstmal. Guck, Zündung immer, wenn das Licht brennt, ist die Zündung von der Zündkerze im Verbrennungsraum. Vorher wird das Benzin-Luft-Gemisch, das explosive Gemisch, eingesaugt. Angesaugt. Und geht sich das Ding mal aus? Da gibt es einen Knopf, dass das Ding ausgeht. Guck, wo ist der?